So, hallo zum neuen Video. Man macht heute nichts am Fahrzeug. Ich bin schon total aufgeregt, weil heute ist mein neuer Werkstattwagen gekommen. Den möchte ich euch unbedingt zeigen und dann sehen wir uns gleich vor der Garage nach dem Intro und packen dann gemeinsam aus und schaut uns den Wagen mal an. Bis gleich. Unser Schepach-Werkzeugwagen ist jetzt komplett zusammengebaut und steht jetzt an der Stelle, wo er jetzt auch ja, die meiste Zeit verbleibt. Er hat unter Rolle dran, logischerweise. Hier zwei lenkbare Rolle auf der linken Seite und zwei starre Rolle auf der rechten Seite. So kann man auch mit dem ein bisschen rangieren und ein bisschen hin und her schieben, wo man das braucht. Jetzt in meinem Fall, ich habe es probiert, ich kann ihn nur hier hinstellen, weil wenn ich ihn an die Seite hinstelle, komme ich mit den Autos mit mir rein. Deshalb bleibt er wahrscheinlich die meiste Zeit hier stehen. So mal allein von der Abmaße her, er ist jetzt so im zusammengebauten Zustand mit einer Rolle drunter, das ist genau 97 cm hoch. Er hat Breite hier von 78 cm und eine Tiefe von 46 cm. Und ist hier oben auch damit so eine rutschfeste Gummierung umrandet, wo ich dann noch Zeug ablegen kann. Hier habe ich so kleinere Fächle noch für Schrauber. Ich habe mir jetzt schon Espresso rausgelassen und dann schauen wir jetzt mal die Schublade an, was da alles so drin ist. Der ist teilweise bestückt gekommen, so habe ich ihn gekauft, mit Werkzeug schon bestückt. Einfach weil ich bisher immer nur mit zusammengewürfeltem Werkzeug von früher geschafft habe. Teilweise kaputt, teilweise schlechte Qualität und ich wollte jetzt einfach mal so ein komplettes System haben, ja, mit dem ich als Auto hinfahren kann und dann auch immer gleich das Werkzeug parat habe, was ich dann auch brauche. So, dann schauen wir uns die Schublade an. So, dann schauen wir uns unseren Werkzeugwagen mal ein bisschen genauer an. Hier nur zum Gewicht, der kommt mit 55 Kilo, so ist er hier angebe. Und maximale Traglast hat er von 450 Kilo. Er hat hier vorne die Schublade in unterschiedlicher Größe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an der Zahl. Die erste vier hier oben, die sind bestückt mit Werkzeug. Und alle Schubladen sind hier rechts gesichert mit so einem Riegel, ja, mit so einer Feder drin. Das sind auch im Lieferumfang, sind noch zwei Riegel ersatzweise mit dabei. Die machen aber eigentlich einen sehr hochwertigen Eindruck hier. Ich denke mal, die werden derweile heben. Ja, also auch wenn der Wagen an einem Gefälle steht oder so, die Schublade nicht auf, die arretiert hier in der rechten Säule. Und hier kann ich es dann quasi entriegeln, kann die Schublade rausziehen. Dann schaue ich schon auf die erste Schublade. Hier habe ich die Ratschen, einmal ein Viertel und ein Halb. Die ein Viertel gehen von Schlüsselweite 4 mm bis 14 mm und die ein Halb gehen von 10 mm bis sogar 32 mm. Ja, also damit kann man auch größere Sachen machen. Die Knarre hier, die macht auch einen vernünftigen Eindruck. Hier hinter gummiert. Ja, damit man nicht gleich, für die nicht so oft schraubt, ja, damit sie nicht gleich Blase haben, wenn sie mal ein bisschen Schrauben ziehen müssen. Das ist hier mit so
Einlagefächer, die kann man auch rausnehmen, wenn man das irgendwie anders organisieren möchte, dass es für einen selber besser passt, dann kann man das auch noch verändern, beziehungsweise das Werkzeug aus der ersten Schublade auch in eine andere Schublade reinmachen. Dann gehen wir zur nächsten Schublade. Hier habe ich meine Zange drin, ja, verschiedene Rundzange, Flachzange, ein Seitenschneider hier noch mit drin und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Kreuzschlitzschrauber. Auch der Griff jeweils gummiert hinter. Das lässt sich auch gut anfassen. Das ist vernünftig und auch die Zange. Ja, geht jetzt ein bisschen schwer raus. Ist ja auch alles neu. Ja. So, in die dritte Schublade. Haben wir hier dann noch Normalschlitzschraubendreher drin, ja, Dreher, nicht Zieher, ja, weil man zieht ja nichts raus, man dreht ja die Schraube, aber mir Schwabe sagt immer Zieher. Hier hinter habe ich noch ein Multitool, ja, das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass hier die Torx-Schlüssel in so einem Multitool, ja, quasi drin sind. Da hätte man vielleicht auch einzelne Schlüssel machen können. Ist auch in manche Werkstattwege in der Preisklasse auch schon, die haben separate, also nicht in so Multitool integriert, sondern haben dann auch separate Schlüssel für die einzelne Torx-Weide. Das finde ich jetzt hier ein bisschen schade, aber gut. Ja. Kann man akzeptieren, ist okay, passt. Dann ein bisschen Elektrowerkzeug habe ich jetzt hier. Ein Abisolierer für kleine Kabel und hier diese Kabelanschlüsse hier. Dann hier nochmal ein nicht abisolierter Schraubendrehersatz. Hier habe ich hier abisolierte, ja, wenn ich an Strom mit zu schaffen mache. Und hier ohne Abisolierung auch alles hier vernünftig gummiert. Und hier hinten noch ein Phaseprüfer. Und dann unten in die letzte bestückte Schublade habe ich dann einen Mautschlüssel und Ring in einem, ja, geht von 8 bis 22. Wenn man was Größeres braucht, dann sind das eh Mods Oschis oder so, die muss man sich dann eh separat holen, das ist dann eh ein bisschen was Spezielles. Ich habe hier noch einen normalen 300 Gramm Schlosserhammer und hier einen gummierten Hammer noch. Und hier unten, da habe ich schon ein bisschen was eingeräumt. Ja, was man auch immer braucht, hier Ersatzteile. Jetzt kann ich endlich mal meine ganze Kiste hier mit meinen Blindstopfen und mit meinen Niete und Sicherungsring und so weiter hier vernünftig in der Schublade unterbringen. Dann fahre die Kiste nicht die ganze Zeit in die Garage rum. Und dann hier etwas größere Schublade. Die sind auch von der Tragkraft her stabiler, ja, die können mehr aufnehmen. Hier habe ich meinen Drehmomentschlüssel noch drin, meine Messgeräte und für die Radmuttern die Aufsteckschlüssel. Und hier unten noch ein ganz großes Schublad. Da habe ich jetzt endlich mal einen Platz gefunden für meine ganze Spraydose, zumindest die, wo ich dann zum Schrauben brauche. So, das war's auch schon mit dem kleinen Video zu meinem neuen Werkstattwagen. Vorher habe ich noch was vergessen hier bei der Schublade. Hier sind schön so Werkzeugsymbole aufgedruckt, wo man dann auch ankreuzen kann, was sich in der jeweiligen Schublade befindet. Einfach um am Anfang die Suche ein bisschen zu vereinfachen. Und hier auf der linken Seite kann man dann die Schublade auch noch durchnummerieren oder eigene Beschriftung drauf machen. Das ist auch ganz geschickt, ganz praktisch, wie ich finde. Ihr habt das kleine Video gemacht, ich wollte euch da teilhaben lassen an meinem Werkstattwagen, einfach aus dem einfachen Grund heraus, um euch vielleicht die Kaufentscheidung, wenn ihr vorhabt, so einen Werkstattwagen auch zu holen, ein bisschen zu erleichtern, euch Eindrücke zu geben über diesen TW 1000 von der Firma Scheppach. An dieser Stelle nur ganz kurz, ich habe es auch in die Beschreibung mit aufgeführt. Ich bekomme kein Geld von der Firma, ich habe den Werkstattwagen auch nicht geschenkt bekommen, dass ich den hier vorstelle. Den habe ich ganz normal kaufen müssen, wie jeder Normalsterbliche auch.
Das war meine Kaufentscheidung. Ich habe viele im Internet über die letzten paar Monate, hier in der Corona-Zeit, hat man ja viel Zeit gehabt, im Internet verglichen und einfach in dem Preissegment zwischen 400 und 800 Euro mir einige Werkstattwerke von verschiedenen Firmen anschaut und bin mit Pro- und Contra-Vergleich jetzt auf den hier gekommen. Den wollt ihr euch jetzt unbedingt vorstellen. Ich hoffe, dass Video hat euch gefallen und beim nächsten Mal gehen wir dann wieder an unser Fahrzeug ran und schrauben wieder ein bisschen an Mercedes. Ein Video mit dem Kraftstoffpumpe-Paket steht ja noch aus, das will ich unbedingt machen, das folgt demnächst und dann sage ich mal wieder recht vielen Dank fürs Zuschauen. Auch nochmal an dieser Stelle Dankeschön für die Kommentare und die Zuschriften und so. Bin echt begeistert, vielen Dank dafür. Schaltet weiterhin ein, wenn euch das Thema interessiert, wenn euch der Kanal gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, ciao.